Luftangriffe auf militärische Einrichtungen in der Nacht, so wie vor 2 Jahren in Libyen, könnte auch der Einsatz in Syrien ablaufen. Damals beteiligten sich Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe aus westlichen und arabischen Ländern. Diesmal werden es vor allem Einheiten aus den USA und Frankreich sein. Die US-Marine hat im Mittelmeer ihre 6. Flotte stationiert. Eine Armada aus zahlreichen Schiffen und Flugzeugen. Aktiv angreifen würden vor allem aber Zerstörer wie die USS Mahon, die bis zu 90 Tomahawk-Marschflugkörper abfeuern können. Die Reichweite dieser Raketen beträgt mindestens 1300 Kilometer. Damit kann die Mahon jedes Ziel in Syrien erreichen. Außerdem könnten Langstreckenbomber aus den USA Angriffe fliegen. Eine wichtige Rolle wird wahrscheinlich der NATO-Stützpunkt Incirlik in der Türkei spielen und die britische Luftwaffenbasis Akrotiri auf Zypern, auch wenn das britische Parlament Nein zu einer direkten Beteiligung am Militäreinsatz gesagt hat. Ziel der Luftschläge dürften syrische Militärstützpunkte, Waffenarsenale und Armeestellungen sein, vor allem im Raum Damaskus. Kein Ziel sind wahrscheinlich syrische Produktionsstätten für chemische Waffen. Diese anzugreifen wäre zu gefährlich für Zivilisten, die in der Umgebung leben. Eher unwahrscheinlich ist, dass sich Syriens Nachbarländer wie die Türkei oder Jordanien aktiv an den Angriffen beteiligen. Türkische Truppen wären aber dennoch ein potenzielles Ziel syrischer Vergeltungsschläge, etwa mit Raketen. Sollten die Syrer damit Stellungen in der Türkei oder Jordanien angreifen, könnten die dort stationierten Patriot-Raketenabwehrstellungen zum Zuge kommen. Im türkischen Karamanmarasch werden sie von der Bundeswehr betrieben. Damit wären deutsche Soldaten Teil des Konflikts. Eine direkte Beteiligung am Militärschlag gegen Syrien lehnt die Bundesregierung jedoch ab.